Dieses Video wird präsentiert vom EA Creator Network und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, in diesem Video gibt es den exklusiven Battle Pass Inhalt. Ich zeige euch alle Skins, die es im Battle Pass zu sehen gibt. Ich zeige euch die reaktiven Skins plus Animationen, Ladeanimationen mit Termitgranate und so weiter. Und ich zeige euch auch in diesem Video noch die Wingmen, wie extrem heftig die reinknallt. Und was ich im letzten Video vergessen habe, Stormpoint, Gameplay und so weiter. Ich habe noch 6 exklusive Bilder von den POIs für euch. Die möchte ich euch jetzt noch schnell zeigen, bevor wir dann mit dem Gameplay und dem Battle Pass weitergehen. Wundert euch nicht, beim Wingman Gameplay gibt es nochmal eine neue Anmoderation, weil das Wingman Video wollte ich eigentlich einzeln hochladen, was aber totaler Käse ist. So, wir fangen an mit dem POI Seto. Heißt dieser Spot, und an fast jedem Spot ist so ein Elektro-Olaf aufgebaut. Das sieht auf jeden Fall extrem nice aus. Dann haben wir den Spot Death Coast. Sehr geiler Spot, bin ich schon drauf gelandet. Direkt oben an diesem Kran auf dieser Plattform kannst du landen. Du kannst in diese Plattform reingehen. Das ist ein typisches Stormpoint-Gebäude, wie man es so kennt. Und du kannst von dort oben richtig geil rumballern, rumsnipen. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Dann haben wir Echo. Der Spot macht auch richtig Bock, wer das Gameplay gestern gesehen hat. Es geht fast eine halbe Stunde. Auf diesem Spot spiele ich ganz kurz, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, wo diese XXL-Party von über 10 Leuten in einem Squad versehentlich stattgefunden hat. Das muss irgendwie ein Bug gewesen sein. Wer diese absolut spaßige Runde nicht verpassen will, sollte auf jeden Fall sich die letzten Videos nochmal reinziehen. Patch Notes gibt es, exklusives Gameplay-Material von Conduit und so weiter. Also es gibt einige Videos zu sehen, zu verpassen. Der nächste Spot ist Pylon und das ist der Watson-Spot, wo wir auch Nessies finden können. Könnt ihr ebenfalls im Gameplay gestern sehen. Ich selber habe keine aufgehoben oder gefunden, aber sie wurden reichlich an diesem Spot gepinkt. Dann haben wir den Spot White. Ach nee, Käse, das ist White. White heißt einfach nur das Bild und die Draufsicht der Stormpoint-Map von oben. Hier können wir die meisten Überarbeitungen der Map auf jeden Fall sehr, sehr gut sehen. Zumindest so ein bisschen in Miniatur. Und Zeus ist dieser Spot. Das ist der ursprüngliche Spot, wo ich dachte, das müsste eigentlich der Watson Town Takeover Spot sein, weil der direkt neben Lightning Rod ist. Aber wie gesagt, es gibt keinen Watson Town Takeover Spot. Der ist einfach nur dem nachempfunden, was wir hier haben. Nicht Echo, sondern Pylon. So rum. Genau. Leute, wir starten jetzt erst mit dem Wingman Gameplay. Das geht nur ein bisschen über eine Minute, um euch kurz zu zeigen, wie krass die wirklich ist. Und dann gibt es den kompletten Battle Pass. Viel Spaß dabei. Willkommen zum nächsten Season 19 Early Access Video. In diesem Video möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen, wie absolut krank und ekelhaft die Wingman jetzt ist. Und ich zeige euch in diesem Video sämtliche Battle Pass Skins. Vom reaktiven Skin bis hin zu Zusatzskins und so weiter und so fort. Interessanter Battle Pass, schöne Skins. Gerade der Rampage Skin, der sieht ultra, ultra nice aus. Wingman, habe ich schon alles, glaube ich, im Patch Note Video gesagt. Das Digivisier ist drauf, Skypiercer ist drauf, Boosted Loader ist drauf. Und ich zeige euch einfach mal hier den Grundschaden. Den habe ich noch gar nicht genau getestet, zumindest nicht auf die Beine. 45, Oberkörper waren 50. Komische, ich habe schon mal 105 Damage gesehen. Tja, keine Ahnung, was ich da gesehen habe, aber ich habe es schon mal ein bisschen getestet. Da kam teilweise nur 105 bei rum. Was ich da genau gemacht habe, kann ich euch leider nicht sagen. Guckt, wie schnell die Gegner fallen. Das ist so krass. Wenn man dann auch noch Aim hat, was ich meistens nicht habe mit der Wingman, das ist richtig frech. Loader ist auch. Natürlich, mit dem Boosted Loader überlebst du natürlich dann auch noch nicht vergessen. Und bei 3 Schuss schnell nachladen und schon wieder 12 Schuss und alle sind total glücklich. Also die Wingman ist absolut erste Sahne. Und jetzt viel Spaß bei den Battle Pass Skins.